Moin, ich bin Kai vom Projekt 500 aka. Das bedeutet 500 Menschen aktiv für Klima- und Artenschutz in Stadt- und Landkreis Osnabrück. Was machen wir denn so im Projekt 500 aka? Wir bieten kostenlos und vor allen Dingen ehrenamtlich Mitmachaktionen an für die gesamte Bevölkerung. Seit April 2021 haben sich etwa 900 Personen beteiligt. Wir haben gemeinsam zum Beispiel 400 Obstbäume gepflanzt für verschiedene Streuobstwiesen. Wir haben 25 Blühwiesen angelegt. Wir haben 240 Meter Trockensteinmauer im Landkreis Osnabrück gebaut. Das bedeutet 270 Tonnen Steine und Mineralschotter wurden verbaut. Wir haben 5 Feuchtbiotope geschaffen. Wir haben 20.000 Setzlinge gepflanzt, also Baum- und Wildgehölzsetzlinge, zum Beispiel für Aufforstungen, für Tiny Forest, die sogenannten Miyawaki-Wälder, und für Vogelschutzhecken. Und eine Besonderheit ist der Einsatz unserer Tiere vom Gnadenhof Brödel. Das hier ist das kleine Schaf Mini, das ist ein Flaschenlamm, deswegen ist er auch so zahm. Die beweiden nämlich schonend die angelegten Blühwiesen. Das ist ganz wichtig, weil dadurch tragen sie das Saatgut weiter. Und bei der Maat würden sonst immer auch wieder viele Insekten und Kleintiere dem Nähwerk zum Opfer fallen. Und wenn die Tiere das machen, dann ist das halt ja, ein bisschen schonender. Und zum Beispiel eine Kröte oder ein Grashüpfer, die können dann immer noch wegspringen, wenn hier so ein kleines Schaf ankommt. Und das ist so im Großen und Ganzen das, was wir im Projekt 500 aka im Wesentlichen machen. Was ist das Besondere am 500 aka Projekt? Das Besondere ist, dass sich jeder Mensch, egal ob alt oder jung, beteiligen kann bei der Gestaltung der Biotope. Es spielt auch keine Rolle, ob die Leute schon ein gewisses Know-how mitbringen oder ob sie ganz neu sind in diesem Bereich. Wir geben da Hilfestellung an die Hand und zeigen Tipps und Tricks, was man machen kann. Eine Besonderheit ist auch ein Versuch eines ganzheitlichen Ansatzes. Also wir unterstützen zum Beispiel auch politisch verfolgte Klima- und Naturschützer aus anderen Ländern, wenn es irgendwie geht, finanziell. Und eine Besonderheit ist, das Nahrungsmittelkonzept, also nach jeder Aktion gibt es immer auch ein kostenloses Essen. Also Menschen können dann selber entscheiden, ob sie was spenden wollen oder nicht. Und da werden ausschließlich Bio-Lebensmittel und Getränke angeboten und ausschließlich tierproduktfreie Lebensmittel, weil ein Dilemma der Klimaerwärmung ist einfach unser Nahrungsmittelkonsum, also Fleisch und Butter zum Beispiel haben sehr, sehr hohe CO2-Äquivalenzwerte. Und natürlich können wir auch durch unsere Ernährung dazu beitragen, dass CO2-Werte in unserem Alltag gesenkt werden. Und auch dieses Zeichen wollen wir setzen. Und bislang haben wir, ich glaube, über 10.000 Euro für diese bio-tierleidfreie Lebensmittel ausgegeben und schaffen dadurch immerhin auch in einem kleinen Rahmen einen gewissen Markt. Auf die Idee sind wir dadurch gekommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir als Kleingruppe zu langsam sind, zu wenig schaffen können, und gleichzeitig ist es so, es gibt ja ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran, etwas für den Klimaschutz und für den Artenschutz zu unternehmen. Und es kamen immer wieder Anfragen rein, wie können wir uns beteiligen, und also haben wir das Projekt ins Leben gerufen. Das Dilemma ist zuweilen, manchen Menschen fehlt vielleicht einfach der Mut oder das Know-how, was zu unternehmen, oder es fehlen die Flächen, wo man etwas anpflanzen oder gestalten kann, oder es fehlt das Geld, um aktiv zu werden. Und in diesem Projekt ist es konnten wir eben diese Fallstricke umgehen und lösen. Und wir haben das große Glück, dass viele Flächen solidarisch von Firmen oder von Privatpersonen oder von Kommunen für das Projekt zur Verfügung gestellt werden. Und da können wir uns dann gemeinschaftlich austoben. Die Motivation weiterzumachen liegt zum einen in der Freude über das Geschaffene. Also man merkt wirklich, dass man mit überschaubaren Mitteln innerhalb weniger Jahre einen signifikanten Einfluss auf die Artenvielfalt haben kann. Oder hier zum Beispiel, das ist ein Tiny Forest, so ein sogenannter Miyawaki-Wald,
Die Setzlinge schießen so dermaßen schnell in die Höhe und das freut einen einfach so, weil man einfach auch sieht, dass man mit seiner eigenen Hände Arbeit was Positives gegen die Klimaerwärmung leisten kann. Eine weitere Motivation ist allerdings auch pure Verzweiflung. Also der Planet befindet sich in einem desaströsen Zustand. Wir steuern wirklich auf apokalyptische Katastrophenszenen unbeschreiblichen Ausmaßes zu in den nächsten Jahrzehnten. Wir haben null Zeit mehr und wir müssen einfach was machen und aktiv werden. Und wir müssen es vor allen Dingen selber machen. Wir können nicht glauben, dass es andere für uns tun. Und das ist einfach eine unglaublich hohe Motivation, weiterzumachen. Die Perspektive des 500 AKA-Projektes sieht so aus, dass wir erstmal kurzfristig eine vierstellige Anzahl von Personen erreichen wollen, die mitmachen. Das werden wir höchstwahrscheinlich im Herbst auch erreicht haben. Dann sind wir über 1000, haben sich über 1000 Leute beteiligt. Wir werden definitiv in den nächsten Jahren viele Biotope pflegen, denn es reicht in der Regel leider eben nicht, dass man einfach nur einen Baum in die Erde pflanzen, das war's dann, sondern diese Strukturen, egal ob Blühwiesen, ob Streuobstwiesen, ob Trockensteinmauer oder Feuchtbiotope, die müssen auch betreut werden, denn erst durch eine Pflege und eine jahrelange Betreuung erreicht man den Effekt, nämlich den Bleibezustand dieser Biotope, den man sich erhofft oder der gewollt ist. Und ja, sicherlich werden wir auch in den nächsten Jahren noch weitere Aufforstungen oder Biotopanlagen durchführen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Ich glaube, dass wir den Taz-Panda-Preis verdient haben, weil wir seit 2016 mit einem hohen Tempo und einer absoluten Hartnäckigkeit und viel Energie unterschiedliche Klima- und Artenschutzprojekte durchführen. Es reicht bei diesen Projekten ja nicht, diese Projekte in Anführungsstrichen nur durchzuführen, sondern es gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Es geht ja um gesellschaftliche Veränderungen. Die erreicht man meiner Meinung nach nicht unbedingt durch Kuschelkurse, sondern es geht auch darum, mal Konflikte zu suchen und sich ordentlich zu streiten und zu fetzen, denn erst dann wird es interessant in den Köpfen, denn dann erst, meiner Meinung nach, beginnen sich Muster zu verändern und diese Streitkultur pflegen wir eben auch in diesem Projekt. Und das gefällt nicht immer nur jedem, das gibt da auch echt immer mal wieder ordentlich was auf der Mappe, aber das gehört halt dazu. Es geht ja auch nicht darum, dass man sich überall beliebt macht, sondern es geht einfach darum, dass wir Veränderungen anfangen umzusetzen und initiieren auf einem kleinen, lokalen und regionalen Gebiet. Und da sind wir echt mit viel Leidenschaft und einer positiven Penetranz und einer Hartnäckigkeit und einem absoluten Willen dabei, diesen Weg zu gestalten und weiterzuführen. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass wir den Taz-Panda-Preis verdient haben.